Mein Gott, ich liebe diese geilen Türen. Man kann immer hin, wohin man möchte, ohne großartig warten zu müssen. Wir waren noch nicht im Großmoor. Das machen wir auf jeden Fall noch, würde ich sagen. Wir gehen erstmal in die Aussichtsplattform oben. Hallo. Sag mir, dass ich mir das nicht einbilde. Die Pokémon, die man heute im Großmoor sieht, sind andere als gestern. Okay. Im Großmoor gibt es eine Eilbahn. Sie bringt dich tiefer in das Gebiet hinein. Zieh durch eines der Ferngläser, um über das Großmoor zu blicken. So siehst du, welche Pokémon du fangen kannst und wo du sie findest. Wenn du auf der Großmoorfläche läufst, dann siehst du manchmal ein. Zuerst bekommt man einen Schreck, aber eigentlich ist es ganz praktisch. Wenn man sich dann dreht und wendet, fangen Pokémon auf. Super, oder? 100 Pokédollar? Alter, was ist das denn, ey? Janma. Skorgla. Glibunkel. Tropius. Janma. Okay. Was zeigt's mir hier? Tangela. Janma. Skorgro. Skorgla. Nee, warte mal. Pionskora, Entschuldigung, warum sag ich Skorgla? Tangela, Tangela. Okay. Und hier? Janma. Hä, das war doch der Ort, den wir gerade schon gesehen haben. Glibunkel. Morlord. Bidifas. Janma. Okay. So viele Pokémon gibt es hier also gar nicht. Und es gibt jeden Tag andere. Interessant, das wusste ich gar nicht. Hallo, spielst du das Safari-Spiel? Wie wäre es mit einem kleinen Spiel, das ich entwickelt habe? Die Spielregeln, naja, es gibt nur eine, ist super leicht. Du musst 500 mehr Pokémon während eines Safari-Spiels fangen. Wenn du das schaffst, gebe ich dir ein tolles neues Zubehör für den Pokédex. Es heißt Vergleich. Lol, Alter, das machen wir. Willkommen im Großmoor, bist du zum ersten Mal hier? Sollte das Großmoor betritt, stehen 30 Safari-Bälle zur Verfügung, um Pokémon zu fangen. Das ist die einzige Ballart, die du in dir verwenden darfst. Das Safari-Spiel ist vorbei, wenn du deine Safari-Fälle verbrauchst oder 500 Schritte gemacht hast. Komm und genieße die ungezähmte Natur im Großmoor. Boah, die ist ja richtig begeistert. Willkommen im Großmoor, dem Ort des Safari-Spiels. Ich habe 500, du darfst alles ballen, was du fängst. Bist du dabei? Jo, cool, nice, danke. 500 Bälle, hier, Safari-Bälle. Und jetzt verpiss dich, wir geben dir Bescheid, wenn das Spiel vorbei ist. Viel Spaß, bis in die Wildnis. Okay, danke. Alter! Die Musik! Die geht ja richtig ab! Großmoor Areal 6. Die Musik geht ja richtig ab. Ein Bidifas! Wupp, wupp. Aber wir müssen 5 verschiedene Pokémon fangen, deswegen werden wir es jetzt fangen. Safari Ball! Es ist ein Bidifas! Oh, okay. Das ist ein bisschen suboptimal jetzt. Yo, Bidifas! Oh, ne, Janma. Okay, Janma. Das ist jetzt sehe ich das Pokémon, was ich eigentlich ins Team... Oh, Mann, ich hab verkackt. Ins Team nehmen wollte, aber jetzt haben wir Hippo. Ich wollte eigentlich einen Janmega im Team haben, aber ich habe noch nie mit einem Janmega gespielt. Beobachtet alles aufmerksam. Köder! Janma frisst und flieht. Was ein Arsch. Gib mir das nächste, Janma. Okay, es ist ein Morlord. Irgendwie hat dieses Fernglas Scheiße erzählt, weil es irgendwie eh alles gibt, alles überall gibt. Wie war das? Köder, dann fliehen sie weniger, aber sind schwerer zu fangen. Und irgendwie Matsch, dann fliehen sie schneller, aber sind leichter zu fangen. War das so? Ich glaube. Yo, Morlord wurde gefangen. Wupp, wupp. Nice. Oh Gott, muss ich den mit zum Spitznamen geben? Ich habe den eigentlich nur wegen dem Game gefangen. Okay, ich habe, glaube ich, eine Idee. Es ist sehr unbekümmert und stört sich nicht daran, wenn es während des Schwimmens an etwas stößt. Okay. Dann nennen wir es, weil es einfach das intelligenteste Wesen... Ist unweiblich. Egal. Wir nennen es trotzdem jetzt so. Was das überhaupt? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube nicht, oder? Doch, das sollte passen. Das sollte passen. Oh. BV. Warum mache ich das eigentlich nicht so?
I, O, U. Okay, es passt nicht wirklich, aber wir machen das einfach ohne Punkt, ja? So, Captain Obvious ist am Start. So, nächstes Pokémon bitte. Ich glaube, wir müssen verschiedene fangen, richtig? Alter, ist das nervig. Aber die Musik geht immer noch ab. Okay. Ein Felino! Können wir im Endeffekt auch fangen. Dann haben wir einfach zwei verschiedene, weil Felino sollte eigentlich relativ leicht zu fangen sein. Ein Pokémon aus der zweiten Generation. Hashtag Second Gen Master. Yay, wir haben Felino. Da geben wir jetzt keinen Spitznamen. Weil das habe ich einfach nur wegen der Dinge, die wir vorher gespielt haben. Oder sollen wir es benennen? Okay, wir benennen es einfach ganz simpel. An Land bedeckt es die Haut mit einer giftigen Schicht, die es vor dem Ausdrücken bewahrt. Achso, okay. Und die muss dann natürlich... Ich habe mich verklickt. GG. Die muss natürlich giftig sein, weil das hilft beim Austrocknen. Purpurstück gefunden. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sollten bereits Surfer haben. Ich frage mich, wo ich Surfer vergessen habe. Übersehen habe, verkackt habe. Ein Yanma, okay. Kann ich Matsch auf Yanma werfen? Weil eigentlich ist Yanma ja ein Flug-Pokémon und gegen Bodenattacken immun. Yanma ist wütend und floh. Okay, das hat schon mal sehr gut funktioniert. Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Da ist ein Mauler, das haben wir bereits. Das brauchen wir nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Schritte wir noch haben. Aber eigentlich sollten wir noch genug haben. Und ein... Bidifas, okay. Wirft Matsch. Alter, voll asozial eigentlich. Du gehst in so ein Pokémon-Reservoir und wirfst einfach mit Matsch auf Pokémon. Es ist halt schon ein bisschen GG. Und das Schlimmste an der Geschichte ist, es ist auch noch erlaubt. Okay, verflixt, das hat beinahe geklappt. Aber tatsächlich haben wir noch eine Chance. Los, Safari-Ball, tue deinen Job. Wackel, 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 wackel. Oder auch nicht, oder auch nicht. Wirf nochmal Matsch, los. Bums dem voll Matsch ins Gesicht. Nice. Auf die Schulter, Accessoire. Okay, weg. Scheiße. Scheiße! Ist hier nicht irgendwo ein Yanma? Ist das nicht leichter zu fangen? Keine Ahnung. Felino, das haben wir bereits. Wie viele Schritte haben wir denn noch? Steht hier nicht. Das ist ja scheiße. In der ersten Generation stand das da. Da konnte man das nachlesen. Das war eigentlich ziemlich praktisch. Aber in der vierten Generation war das wahrscheinlich technisch nicht möglich. Ergibt ja auch Sinn. Wir haben jetzt zwei Pokémon. Wir brauchen noch einige. Jetzt häng doch nicht fest. Meine Güte. Alter, ist das nervig. Holy shit. So, hier ist ein Bidifas. Wir können es nochmal versuchen. Warum haben wir jetzt direkt einen Ball geworfen? Ich wollte Matsch werfen. So das die Gewohnheit im Kampf direkt erstmal auf Kampf drücken, also auf Attacken und dann bin ich in diesem Fall dann direkt beim Ball werfen, weil ich ja keine Auswahl mehr habe. So, für Bidifas wurde ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Und ein Bidifas, ein von Bidifas eingedämmter Fluss tritt niemals über seine Ufer. Dafür sind seine Anrainer dankbar? Was sind denn Anrainer? Das google ich. Was ist ein Anrainer? Ist das ein Fehler? Anrainer. Das gibt's echt. Nachbar. Das ist süddeutsch oder österreichisch? Ja, ich glaube, da ist bei der Übersetzung was schiefgelaufen. Alles klar. Okay, das heißt anscheinend Nachbar. Alles klar. Dann ist das jetzt hier... Warte, ich nehme wieder... Das hier, es geht schneller. Das ist jetzt, der Bayer. So. Okay.
Was haben wir hier? Pokéball. Super nice. Habe ich ja noch nie gehabt. Ist sehr gut, dass wir den jetzt gefunden haben. Okay, ist das gut. Wollen wir mit der Eilbahn fahren? Wo soll es gehen? Areal 1. Ding, ding. Die wackelt ziemlich hart. Also ich hätte da schon ein bisschen Angst vor, muss ich sagen. Fährt die eigentlich mit Strom? Ist die umweltfreundlich? Ist sie umweltfreundlich? Ja, das würde ich jetzt schon gerne wissen. Also das ist mir schon persönlich sehr wichtig. Ein Tangela. Los, Safari-Ball. Wir haben jetzt drei verschiedene Pokémon gefangen. Da Bidifas, Felino und... Oh, das hat nicht funktioniert. Beobachtet alles aufmerksam. Matsch! Hier, ein nices Peeling für dein Gesicht. Und hier ein neues Zuhause für dich. Oder auch nicht. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich jetzt. Nochmal Peeling. Oder war das andersrum? Nach Köder konnte man leichter fangen? Ich weiß es gar nicht. Ah, Mist. Schade. Da oben ist bestimmt ein Item, ja. Meine Item Senses acht Dingeling. Ja, jetzt geht er doch durch. Meine Güte, bist du ein Lappen. Stell dich nicht so an. Ein Tropius. Ein Safari-Ball. Wir haben echt nicht mehr so viele Bälle, ne? Wir müssen noch drei Pokémon fangen. Ne, zwei, ne? Okay, das hat schon mal gar nicht funktioniert. Also direkt Pokéball werfen ist bei den Pokémon ein bisschen suboptimal. Wir werfen jetzt mal einen Köder. Und dann werfen wir einen Köder. Und dann werfen wir einen Ball. Und wenn es jetzt sofort ausbricht, bin ich mir eigentlich sicher, dass Köder die Fangchance verringern. Okay. Dann verstehe ich gar nichts mehr. Wir haben einen Tropius gefangen. Tropius, Obst. Alles klar. Ist immer dieselbe Art köstlicher Früchte. Mittlerweile wachsen sie sogar an seinem Hals. Alter! Dann fressen die bestimmt gegenseitig die Bananen vom Hals. Das ist ja übelste der Kannibale. Schreiben wir so ein Doppel-N? Ich glaube nicht, oder? Wenn doch, dann ja GG. Holy shit, das ist ja nicht normal. Fressen die sich gegenseitig? Was ist denn los hier? Ach man, ich will doch nur hier raus. Ein Bidifas, das haben wir schon. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir nicht mehr so viele Schritte haben. Und wir haben erst vier Pokémon. Ich würde gerne noch einen Tangela fangen, glaube ich. Oder einen Yanma. Yanma wäre auch extrem cool. Ja, du nicht. Du bist weder ein Tangela noch ein Yanma. Geh weg, kusch, kusch. So, was haben wir denn hier? Bitte einmal durch, bitte. Danke, hier durch. Ja, ein Tangela, okay. Das heißt, wir machen wieder die Köder-Köder-Taktik. Köder. Nom, nom. Köder. Hüpf, hüpf. Nom, nom. Nein, warum? Junge, ich fütter dich und du fliehst einfach. Was willst du denn von mir? Ein Felino. Wupp, wupp, wupp. Boah, ich glaube, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist in der fucking Safari-Zone bzw. im fucking Großmann Shiny encountern. Weil die Chance, dass du fängst, ist halt wesentlich geringer als in der freien Wildbahn. Weil du es halt nicht schwächen kannst und es kann einfach fliehen. Holy shit, das wäre so tiltend. Das wäre ja so tiltend. Ein Tropius. Da möchten wir wieder raus. Dankeschön. So, und hier haben wir einen Pokéball. Yay. Die sind hier verboten. Warum liegen die hier rum? Ich will wissen, was der Typ mir sagt. Er gibt mir vielleicht Tipps. Ein Tropius. Das haben wir noch gar nicht gesehen heute. Ist ja nicht richtig nice, Alter.
Hallo? Gib zunächst nach oben in die Pokémon-Warte, bevor du dich im Safari-Spiel anmeldest. Sieh dir durch das Moor des Fernglas an, du kannst erkennen, wo wirklich welche Pokémon finden und der Sieg ist dein. Okay. Oder man rennt einfach rissenlos durch die Gegend, weil es eh irgendwie alles überall gibt. Also so fast. Deswegen juckt es eigentlich eh nicht. Ein Felino! Vielleicht sollten wir da oben nochmal hingehen, wo wir Tangela zuerst encountert haben. Vielleicht ist die Chance da größer, es zu encountern. Ich weiß es nicht. Ein Felino! Oh, verdammt, ich hab Matsch geworfen. Ich wollte eigentlich fliehen. Flühen! Ich wollte flühen! Großmoor-Areal 1. Ach, hier sind wir rausgekommen. Ach so, ja, okay. Das heißt, hier sollte es Tangela geben. Tangela, oh Tangela. Also ich habe, glaube ich, noch keinen Zeitübersprung, dass jetzt irgendwie als Abend gezählt wird oder so, weil es ist gerade 12.50 Uhr. Und ich glaube nicht, dass zwischen 12 und 1 Uhr irgendeine Zeit umgestellt wird. Bidifas! Jupp, 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 jupp. Nice. Wir brauchen noch ein Pokémon. Hier gab es doch gerade Tangela. Tangela, wo bist du? Bist du hier unten? Nein, hier ist Tropius. Eine Giraffe mit Ananas an dem Hund. Mit Ananas, genau, mit Banane am Hals. Hast du auch Banane am Hals? Okay, das sieht nicht unbedingt gesund aus für unseren Charakter und ich glaube, so encounter ich auch nichts. Ich glaube, ich muss ins Gras, um was zu encountern, nicht Captain. Ein Bidifas! Alter, wieso finden wir denn jetzt hier nur Bidifas gerade? Was soll denn der Scheiß? Also, was soll das Scheiß? Was soll das? Morlo! Das haben wir auch schon. Gab's hier oben nicht Tangela? Ich bin mir sicher, ich habe hier einen Tangela encountert. Ich bin mir so sicher, ich habe hier einen Tangela encountert. Ein Felino! Das sind alles keine Tangelas. Vielleicht gehen wir einfach gleich nochmal in ein anderes Areal rein. Bitte gib mir so einen lustigen Spaghettiball. Okay, das ist kein Spaghettiball. Hier gibt es gerade irgendwie nur noch Felino. Was soll denn der Scheiß? Was soll denn der Scheiß? Okay, ich glaube, wir gehen woanders hin. Hier sind mir zu viele Bidifas und zu viele Felinos. Aber ich glaube, die gibt es halt überall. Deswegen weiß ich nicht, ob es sich wirklich lohnt, woanders hinzugehen. Weil, ja, da sind die halt auch. Die sind halt so eine Plage einfach nur. Ich will gar nicht wissen, was die Chancen auf Tangela und Yanma sind. Wahrscheinlich übel zu gering. Komm jetzt hier raus. Hier gibt's nichts Interessantes. Miau. So, darf ich jetzt bitte? Danke. Ach, okay, gut. Wo sind wir denn jetzt? Huch, wo sind wir denn jetzt? Indigo-Stück. Okay, dann checken wir natürlich erstmal, was es hier so gibt. Hallo, Pokémon, seid ihr da? Da ist eins und es ist ein Felino. Ich freue mich ein Ast ab. Ich habe mich noch nie so gefreut. Yay. Langsam werden unsere Schritte echt knapp, glaube ich. Okay, wenn hier jetzt nochmal ein Felino kommt, dann werde ich wohl oder übel nochmal einen anderen Ort aufsuchen. Zum Beispiel den da unten oder rechts weitergehen. Bidifas! Okay, jetzt anscheinend auch nichts Interessantes. Scheiße, Alter, jetzt sag nicht, ich kriege nur vier Pokémon. Das wird mich ja so triggern. Pokémon, Pokémon, bitte. Och man, was soll denn der Scheiß? Gib mir nochmal was Neues. Wir hatten gerade so viele Yanmas. Wir müssen da, wo wir am Anfang waren. Da gab es Yanmas. Okay, hier gibt es auf jeden Fall Yanma, das weiß ich. Die Olle war eindeutig im Bild, als Yanma angezeigt wurde. Beim ersten Fass, ach, beim ersten Fernglas, das letzte. Da bin ich mir hunderttausendprozentig sicher. Wir gehen jetzt zu der und fragen die. Entschuldigen Sie, Ma'am. Entschuldigen Sie. Excuse me, ma'am. Excuse me. Excuse me.
Ich glaube, man findet hier nach einiger Zeit ganz andere Pokémon als an den Tagen vorher. Cool. Aber ich will eigentlich nur bestimmte Pokémon finden. Okay, ich will andere finden als die Scheiße hier. Ach, das ist doch kacke. Wir haben garantiert keine Schritte mehr frei.